Wir stellen Zinnfiguren-Dierrahmen aus. Zinnfiguren-Dierrahmen zur römischen Geschichte. Das ist Petra in Jordanien, die Felsenstadt. Und eine römische Kavallerieeinheit zu Dromedare tun eine Karawane inspizieren, die da durchzogen sind. Das waren Karawanenwege. So was baue ich und bemale die Figuren dazu. Nach vielen Recherchen, wie das damals ausgesehen hat, wie die Geschichte gelaufen ist, baut man dann so etwas. Erst wird eine Zeichnung gemacht, ein Entwurf praktisch und dann eine Zeichnung und dann geht der Bau los mit Kunststoffplatten, mit Holz, mit allen möglichen Materialien, die man da findet, baut man dann die Dierrahmen. Inzwischen habe ich 70 so Kästen gebaut. Ich habe als kleiner Junge schon gebastelt und gebaut. Und irgendwann war ich im Limes-Museum in Aalen und habe die Zinnfigur unter den Rahmen gesehen, die Römer. Und da ist der Funke übergesprungen und seitdem mache ich das.